sexy. You haven't forgotten about what we talked about. Eigentlich Leute, dass man die wechseln kann, weil ich habe immer nur drei irgendwie. Ja, ich habe vier hat man eigentlich dann, also yeah. den du hast und dann noch drei andere. Ne? Ich habe oh, nur eben drei. Attackt uns. Wow. Wie kann man hier oben drauf gehen irgendwo? We've got this. Fight 'em off. Kommen sie. Hä? Hier raus ist nichts mehr. Genau, spring du mal runter einfach. Hm. Was sehen die denn da hinten? Wo schießen die denn drauf? Ahnung. Ich glaube, die machen Hasenjagd. Habt ihr schon ein paar Karnickel erledigt? Karnickel? Also gibt's hier doch Tiere? Ich habe noch keine gesehen. Nee, ich meine da oben die so am Schießen. Wo läuft die denn jetzt schon wieder hin? Hm. Ich habe nur den Wagen leer gemacht. Aber der ist auch schon wieder kaputt, ey. Den neuen jetzt, nicht den neuen. Den anderen. Sag mal. Ich hier, Benzin soll drin bleiben bei dem einen, oder? Weil das ist natürlich ein Platz, den man dann nicht mehr hat. Ja, aber ich weiß ja nicht, Scheiße. Wie... Eigentlich brauchen wir es nicht, habe ich jetzt gemerkt. Für die Strecken, die wir gefahren sind, reicht immer die Tankfüllung, die wir hatten. Aber der hier, der ist schon geil. Also, der hat 8 Plätze drin, ne? Den sollten wir vielleicht mal öfter nehmen. Ja, vor allem... Boah, wer schießt hier die ganze Zeit? Ja, das ist doch die Hasenjagd. Was war das jetzt gerade? Irgendwas Rotliches ist jetzt hier links raufgesprungen, aber hier ist nichts. Ach, jetzt bin ich runtergesprungen. Und oben ist hier so ein ganz dicker. Ich hab was Grünes hier bei uns in der Station. Irgendein Damage damit fixen. Ich soll jetzt einen Packsack mit Munition für Überlebende besorgen. Steht hier. Habt ihr das auch drin? Ja, ja, das ist noch die Quest, die wir vorhin angenommen haben. Ach so, da unten die, ja, stimmt. Aber wir wollten hier? Ja das Herz eigentlich jetzt mal platt machen. Da brauchen wir wahrscheinlich Dynamit oder sowas. Neben ja, der Kampfstation ist was Grünes. Aber lass uns das mit dem Herz machen, sonst kommen immer mehr Zombies. Ist das hier eine Anlage? Hä? Oh, du hast da nebenan bei dir so einen Dicken irgendwie, ne? Ja, richtig. Ich weiß nicht, ob man den mit E platt machen kann. Wie, ist das jetzt einer, der Gas macht? Also diese... Nee, das ist der ganz Dicke. Ach du Scheiße. Scheiße, geht gar nicht. Ich muss weg. Ich weiß aber nicht, wie ich diese explosiven Dinge überhaupt benutzen kann. Das ist mein Problem. Ich bin total erschöpft. Ich muss die jetzt erstmal wechseln. Hab ich vergessen. Ich muss einen anderen Schaden nehmen. Ja. Ups. Ups. Das war auch laut. Ich talke nur noch. Keiner im Bett. Wo sind die alle? Immer. Would you mind handling things for a while? Okay, dann legst du dich aber auch hin. Hi there. Aber die Knarre ist doof. Also ich habe zwei im Inventar. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie ich die benutzen soll. Wie, was denn zwei? Von? Ja, die Knalldinger. Das müssen wir mal ausholen. Meinst du die Rohrbomben oder den Dynamit? Dosenbombe und Rohrbombe habe ich. Und ich kann beides halt nur wieder einlagern. Ich kann die nicht irgendwie ausrüsten oder so. Ach, die hätte ich vorher entladen können und dann die Pistole verkaufen. Scheiße, das sehe ich jetzt erst. Wir haben keine Werkstatt. Ja, ich bin ja der Meinung, dass diese Autogeschichte da keine normale... Das ist ja keine Werkstatt hier, das ist eine Auto...
Werkstatt. Ja, er sagt mir zum Reparieren der Waffen, wir haben keine Werkstatt, dass ich hier nicht benutze, also nicht reparieren kann. Und verwerten kann ich auch nicht. Also hast du dieses Update noch gar nicht drin, was wir zuletzt hatten? Welches Update? Das Update, was wir in der letzten Basis hatten, das hast du anscheinend nicht drin. Ja, ich kann ja keine, wenn ich keine Werkstatt mehr zu, ich habe keinen Platz mehr für eine Werkstatt. Das Einzige, wo ich sie hinbauen kann, ist hier. Das Teil ist Schrott hier. Das kann ich zerlegen. Ja, aber ich habe keine, ich brauche kostenmäßig 7, was auch immer das ist. Ach so, ich brauche 7 Arbeitskräfte, die das zerlegen. Habe ich nicht. Scheiße. Also bei mir laufen 3 Leute neben mir. Du hast ja auch nochmal 3 Leute und müsste er auch nochmal 3 Leute haben. Das müsste doch eigentlich reichen. Ja, aber es müsste ja meine sein. Es ist nicht eure sein, glaube ich. Deine, ja. Also ich habe jetzt auch nochmal 2 Rohrbomben mitgenommen. Ja, aber ich kann die nicht nutzen. Die muss man erst produzieren, oder? Kann das sein? Ne, hier steht nur ein effektiver, selbstgebauter Sprengkörper mit einer kurzen Zündschnur. Vorsichtig zielen. Hier steht auch nutzbar. Nutzbar Wurfsprengstoff. Aber ich kann ihn nicht nutzen. Ich kann den übergroßen Holzhammer, den kann ich ausrüsten. Ich kann unten drauf gehen und, ja, okay, aufladen kann ich, glaube ich, auch nicht mit der Patrone. Entladen. Ja, normale Werkstatt eigentlich? Nee, ne? Nee, das ist ja gerade, was wir gerade gemerkt haben, dass wir keine haben. Abwerfen und ablegen. Ja, was kannst du denn jetzt noch wegmachen? Hier ist doch gar nichts mehr. Doch, dieses Teil, was da so kaputt, gescheitertes CU-Experiment da, das kann man weg abbauen. Da kannst du eh nichts mitmachen. Hier, das hier. Hier könnten wir die Werkstatt hinbauen. Aber er sagt mir, ich kann sie nicht abbauen. Ach, du musst zum Abbauen auch was bezahlen, oder wie? Nee, warte mal, das ist zwar... Dann ist der schöne Laptop weg. Ja, das ist komisch. Aber ich meine, wenn wir dafür eine Werkstatt kriegen würden, wäre es natürlich trotzdem gut. Ich glaube nicht, dass es jeden gibt. Jetzt auch. Nee, es ist wie zu Hause, genau. Wir haben doch immer noch keine Werkbank. Ja, du wolltest ja unbedingt das Trainingsding haben. Das haben wir jetzt. Ja, weil du damit... Ja, ach so, guck mal, wir haben aber auch mehr Leben, ne? Der Lebensbalken ist ein bisschen höher. Alleine, weil das Ding jetzt da steht. Ja, stimmt, der ist höher. Das stimmt, ja. Ach, warte mal. Ich weiß jetzt, wie du diese Rohrbomben benutzt. Ja, ich nicht. Ach so, doch. Mit Q. Oh. Und mit okay. Q dann auch werfen, oder wie? Ja, mit Q einfach werfen, ja. I'll be back. Also, wir könnten da mal eben... Komm, lass uns das noch machen. Ich glaube, dann muss ich sowieso Feierabend machen, weil ich morgen wieder arbeiten muss. Gute Idee. Ja, du hast eigentlich gesagt, du wolltest heute nicht so lange wie gestern. Das ist jetzt schon so lange wie gestern. Ja, deshalb machen wir das eben. Ne, gestern haben wir noch bis 1 gemacht sogar. Hier ist auch noch eine Röhre. Also ich habe nur noch eine Rohrbombe jetzt. Und eine Blendgranaten sind hier noch drin bei mir. Ich habe hier noch mehr. Molotow-Cocktail könnte ich noch mitnehmen. Wie gesagt, 2 und 3. Ich nehme mal beides mit. So. Also, geht's. Oh. Hat niemand gehört. Na, lass es fahren. Ja. Auf geht's. Mit dem Auto oder mit dem... Ja, denke ich. Also ich würde mehr zum mehr transportieren. Aber der ist nicht repariert jetzt gerade, ne? Aber gut, aber... Ja. Ja, solange die Türen noch dran sind. Wir werden immer mehr so eine Gruppen. Wow! Nein, das war zu wenig. Power. Aber Hanteln haben... aktiviert steht jetzt da. Okay. Die Hanteln? Was hat... Warte mal. Ach, jetzt erst? Ja. Aber es sind nur so... Was ist das denn für ein Weißer da? Oh oh. So ein... Nee, ist explodierender. Ein... Ja, ja, stimmt. Das ganze stimmt, Auto stimmt. Versorgt. Können wir den erst... Warte mal, ich schieß den mal ab.
Scheiße. Die nächste gleich rechts rein. Ja, ja, wir fahren jetzt hier am Baum rum. Hier rum doch, ne? Pass aber auf, machst du nicht, dass du einen Überschlag machst. Ja, und dann quasi geradeaus. Okay. Hier drin, ne? Ja. Wie ist das denn voll OP hier mit dem Auto zu fahren? Way too many plague zombies in this part. Irgendwie schon, ja. Ey, wieso stehe ich immer auf dem Auto? Was soll das? Also das ist sauber. Okay. Sieht irgendwie sehr ungemütlich aus. Ja, soll's nicht von nah mit dem kämpfen. Ich komme nicht an dem vorbei. Der steht hier mitten im Raum. Weißt du, ich kann nicht an dem vorbei. No more of that. Warum war denn da? Oh oh. Wir kommen jetzt hier. Oh ja. Okay, es hat funktioniert, aber ich habe euch auch getroffen. Entschuldigung. Da ist ein 8er Rucksack drin, viermal von dem Herzen. Eine Pistole mit Zielfernrohr. Wieso kann ich sowas nicht machen? Hier ist auch nochmal was für dich. Dämpfer wäre mir lieber. Was wäre dir lieber? Mit Schalldämpfer. Hallo, nimm doch mal die Sachen hier. Aber die. Ja, warte, ich muss was wegkriegen. Ich bin schon wieder voll. Okay. Deswegen hier ist nur Schrott drin. Auto. Hier ist auch noch was Blaues. In Stackautomaten. Oh ja. Snack ist immer gut. Ein Snack. Snack. Die Marsriegel holen. Hier draußen kannst du ganz viel Benzin holen. Ah, Klamotten. Kannst aber nur du, Lars. Ja, dann tanke ich das Auto, weil das Auto ist nämlich... Oh, Toolbox, da kann ich es auch gleich aber... Ich habe eine Weste. Oh, hier waren gute Sachen. Also ich habe noch Platz, ich kann halt nur die Sachen nicht... Zwei habe ich noch frei, ich kann die Sachen nur nicht nehmen. Ja, ich mach mal hier, Wie mit mir geht's zu Ende? Oh, mein Leben? Hä? Wegen der Explosion eben, oder wie? Wahrscheinlich. Scheiße, da muss ich gleich dringend zurück. Ja, nimm doch mal ich hab nichts. Binde. Oder? Nee, das ist Essen. Ich hab nur das Essen. Kannst du jetzt erstmal Benzin holen, statt das Auto zu reparieren? Ich hab doch hier Benzin, ich mach das gerade hier rein. Ich muss jetzt den Kofferraum frei machen. So, jetzt ist das auch voll. Wo ist das Benzin? Immer dem blauen Ausrufezeichen folgen. Hier ist genug Benzin. Oh ja. Deswegen sag ich ja, hier kannst du überall ran. Also auch dazwischen kannst. Ich weiß nicht, was du da holst. Ach so, erste Hilfe. Guck da auch mal nach. Ich hab sogar einen Rucksack mit Benzin. Oh, das war nicht so gut. Hab ich mich jetzt gerade erschrocken. Macht ihr das mal, ich bin weg. Hast du das Erste-Hilfe-Ding auch genommen? Oh, da kommt einer rüber. Ja, ja, hab ich auch. Was ist denn mit dem passiert? Der ist runtergefahren und schon halb tot. Warte mal, irgendwie soll ich hier drin noch... Ja, du hast ja ganz viel drin gehabt, aber... Ich weiß nicht, ob da alles mitgenommen... Oder was meinst du jetzt? Schrauben noch? Ich habe übrigens eine Seuchenprobe eben noch mitgenommen. Das hier ist nur noch... Besorge den Pack. Also jetzt sollen wir noch diese Munition. Sollen wir das noch machen und dann Feierabend machen? Mit diesen Gehen wir die denn her? Ja, war die nicht Typen, da unten? Da was blau markiert ist, oder? Warte mal. Hä? Nee, bei denen, wo du weniger zahlen sollst, oder? Ach nee, warte mal. Kopfgeldvermittler haben wir jetzt auch bekommen. Oh. Ja, das ist weiter da oben. Bounty-Vermittler. Da kannst du dann wahrscheinlich so Aufträge machen. Aber bei uns oben ist ein Infektionsherd direkt neben unserem Ding. Das ist so, hast du hier gesehen, das Fernglas hier über da, wo wir sind, was da für Effekte für einen Außenposten gibt? Wasserversorgung, Moralbonus, tägliche Benzinkosten. Aber 1000. Hast du 1000? Ja gut, kostet 1000, ja. Was denn? Welches meint ihr denn jetzt? Direkt über uns. Das Fernglas. Ach das, ja. Ja gut, ich habe im Moment leider nur 500, deswegen. Ich habe nur 578, aber der wäre echt gut. Den muss ich dann speichern. Ja, da musst du mehr die Zombies zu Fuß killen, glaube ich. Also mein Auto wird nicht angerechnet, meine ich. Hm. Aber ich weiß nicht, wo wir die Munition holen. Das ist mir jetzt irgendwie...
Welche Munition? Für Otis. Ja, achso, entweder machen ja, das ist jetzt wieder weg bei mir irgendwie. Kopf vielleicht ist es jetzt ausgelaufen. Nee. Ist noch da. Steht nämlich nicht mehr drin. Jetzt auf einmal kommt es wieder rein, hä? Ja, weil ich wahrscheinlich gerade in der Karte war noch, oder? Aber ich weiß nicht, wo wir es holen können, das ist das Problem. Was soll man löschen oder kaufen? Ach, warte mal, nein, wir sind blöd. Ein Packsack müssen wir haben dafür. Ja, mal, ich habe einen Benzinpacksack. Ja, oder wir holen den woanders und kaufen uns. Oder wir haben einen in der Base. Nee, im Packsack bestimmt nicht. Meinst du nicht? Packsack ist das, was du hinten drauf hast. Das ist immer... Nee, hier, das Teil hier. Guck mal, warte mal, ich mach's hier rein. Das ist ein Packsack. Und ja, den gibt's mit Munition. Und den gibt's mit Munition. Ja, ja, und den müssen wir finden oder kaufen, weil sonst... Wenn du es in der Base abgibst, ist er weg. Ja, pass auf. Ja, das stimmt. Dann wird er zerlegt, also ausgepackt wird er wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, ich hab nur einen Medizinkoffer davon. Also hier so ein... Hier ist auch nirgendwo ein Waffengeschäft. Also müsst ein Waffengeschäft finden. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Warte mal, in dem Ort vielleicht. Oder Polizeistation nee, oder sowas. Bei welchem Typen? Noch. Ja, der die ganze Zeit schon markiert ist unten. Nee, das, der kannst du kaufen. Ja, aber eben. Dann bin ich, habe ich, ja, aber dann habe ich wieder 175 Dinger weniger. Ja, aber kann ich dir nicht zum Beispiel kaufen und du nimmst den auf? Doch, da steht du könntest den auch kaufen. Ja, dann fahren wir dahin und gucken mal. Also wenn ich noch so viel habe, warte mal, wie viel habe ich? 677 habe ich noch. Weil ich kann dir nichts beanspruchen und nichts, deswegen. That's fantastic. Das finde ich auch. Was? Okay. Sprengstoff haben es Kunden. Da kommen wir darüber. Ich glaube ja, oder? Das ist nicht der Weg zurück. Ich war. Oh. Schau mal hier oben her. Bin ich da rechts? Achso, hier war das mit der Feuerwehrstation, was ich dir gesagt hatte, glaube ich. Oh, hier ist auch nochmal Benzin. Warte mal, wo? Oh, Zombies jede Menge. Ich geh mal woanders. Nicht dadurch, nicht dadurch. Ich dachte, ich fahre mal so außen rum hier. Ja, ja. Guck mal, was hier ist. Ja, nach links. Halte ich nach links. Boah, wie sehen die denn aus, die Zombies? Nicht gegen den Stein. Links sind Zombies. Das ist noch eine Herde, ja. Einer frisst irgendwie gerade. Ja, wenn du jetzt natürlich hier stehst, kommen sie alle. Okay. Ich hab gut geparkt. Komm ich jetzt hier noch raus? Hallo? Das ist ein Tommy. Ja, da habe ich mich auch gerade gewundert. Ja, irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, wir haben vier Leute hier. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich nee, bietet der zum Verkaufen gar keine an, oder? Nee. We're open to a swap if you are. Kann der Typ mir jetzt mal stehen bleiben? Yeah. Nee. Jetzt kann ich mit dem nicht sprechen. Der hat keine. Good zum Kaufen. Die haben gar nichts, aber hier kein Händler ist. Das ist Essen haben sie. Essen, ja. Scheiße, deshalb sollen wir es auch besorgen für die. Nee, warte mal. Sack mit Reis, Isolierband, Vitamin. Achso. Achso, also für die Überlebenden, dann meinst du, das sind jetzt die Überlebenden? Ich dachte, unsere Überlebenden. Ich denke mal, in einem Dings bekommen wir das. In der Stadt, aber... Seilrevier oder Waffenladen irgendwie, ja. Sollen wir nochmal in die Stadt fahren? Aber da waren natürlich mega viele Zombies, ne? Ja, warte mal eben. Das ist ja mit den Orten, wo wir ganz am Anfang waren. Ja, aber da müssen wir da hochgurken. Also ich hätte jetzt gedacht, hier in dem, wo dieses... Warte mal. Außenpost, potenzielle Container durchsucht. Nee, die Hof. Feuerwehrwache, die war bei unserem alten Ort. Warte mal, Moor and Moor Rezeption. Immobilienbüro. Jolly Tavern, was ist da drin? Permanent. Station, potenziell. Da ist eine Toilette am Bahnhof, na super. Lagerhaus mit Graffiti. Vielleicht in dem Lagerhaus mal gucken, das ist hier vorne. Haben wir hier nichts Militärisches oder so? Also ich dachte da, das könnten wir mal hin. Hier ist nochmal eine Tankstelle, da wird es wahrscheinlich keine Waffen geben. Nee, verwitterter Wagenstellplatz. Pumpstation, hast du übrigens auch Wasserversorgung?
Falls wir noch mal mehr brauchen später. Ja, kleine Wassertürme sind hier ohne Ende, so sehe ich gerade, Aussichtsbogen. Oder man müsste noch mal auf so einen Aussichtsturm gehen hier. Hier vorne ist ein... Ich bin jetzt links. Mach mal die Horde da links. Mach die mal. Oh, jetzt kommen die auch. Mach die erstmal auf. Eigentlich wie viel das Auto noch hat. Benzin nee. Ist oben. Nee, die, aber es sieht eigentlich noch recht heil aus. Also die Scheiben sind noch heile. Haben wir alle, ja. Nee, einer steht noch, zwei, der ist weggelaufen. Oder ja, durch einer kriecht. Er ist weg. Ja, du wolltest jetzt Sonnenstein. Aber was für später. Nee, ich wollte hier gucken. Ja, ich dachte, du wolltest so eine Reklametafel als Aussichtspunkt. Ach so. Oder meintest du die jetzt gar nicht? Ja, musstest du jetzt auch drauf gehen. Ja, das hat er geschafft. Du fährst. Warum blinkt so ein bisschen eigentlich? Bremsen und rückwärts fahren direkt. Ja, das hier. War zu langsam. Komm da runter, Mann. Genau. Das meinst du? Ja. Das ist nicht, nee, das ist ein anderes. Das ist nicht die gleiche, aber sieht genauso aus, ja. Die müssen wir ja alle machen, denke ich mal. Alles ich weiß nicht, ich glaube nicht, oder? Weiß ich nicht. Ist das für alle freigeschaltet? Oh, da hinten ist noch was. That's enough for now. Das war's? Hier ist eine wackelige Hütte, vielleicht ist da irgendwas drin. Aber ja, also da ist nur Mobilheim und schimmliger Wagenstellplatz war jetzt neu. Nee, da wird nichts sein. Hm. Spring doch runter. Sehe ich so aus wie du? Ich bin schon verletzt. Ich auch. Außer muss ich zur Krankenstelle. Oh. Scheiße! Ey, du sollst ja nicht runterspringen, du Vollpfosten. Die ganze Zeit, weißt du, wenn ich springen will, macht der das nicht. Und jetzt gehe ich da hin, dann springt der da runter oder was? Hallo? Oh Gott. Jetzt habe ich nur noch halbes Leben. Ja, also wir könnten noch mal in den Ort fahren, aber ich weiß nicht, wo wir das sonst kriegen sollten. Also, wenn man was sucht, dann... Woanders Händler? Oder sollen wir die wackelige Hütte mal durchsuchen? Da war irgendwie gerade noch... Da ist, glaube ich, noch was zum Looten. Ich weiß nicht, ob das für alle ist. Da ist es blau. Ein gelbes. Nee, hier vorne ist auch noch ein gelbes. Das könnte eine Waffenkiste sein, mal schauen. Naja, also ich habe einen 6er Rucksack, ja toll. Nee, Pfeile. Die 6er kriegst du irgendwie wie Sand am Meer, ne? Ja, ja. Warte, das war's für mich? Na, nur Schrott gewesen. Okay. Behälter mit Chemikalien. Hier ist auch noch ein blaues. Hier vorne in der Ecke. Das rote Teil da. That's too much, man. Warte aber auf ihn, ne? Willst du ihn ja nur überfahren, weißt du? Bei ihm machst du es nicht, nee. Traust du dich nicht. Aber wenn ich dahinter stehe, ne? Das sieht interessant aus, wie er jetzt da hinten so... Ja, ja. Das ist ziemlich schwer, sagt er. Hast du keinen Platz mehr? Nein, wow! Ich dachte, du kommst nicht. Ey, da bin ich drin. Nein. Doch. Nein, bist du nicht. Nee, du bist hier hinten... Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Irgendwie hast du ein Problem mit der Sichtweise, irgendwie. Ja, ich sollte normalerweise da sein, wo ich reingehe. Nee, das ist nicht immer so.